Na dann auf, Schule schwänzen. Woo! You sure you don't want to just grab the bus or? Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Well? What the hell am I getting into here? Das frage ich mich auch gerade. Wollt ihr jetzt wirklich in den Zug einspringen oder was? Ja, okay. Easy. Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Immer eine gute Idee. Einfach in den Zug einsteigen, wo man nicht weiß, wo er hinfährt. Chair, Price. The view's amazing. Oh, Elliot. Ja, yeah. Wir lassen uns erstmal durch rattern. Hey, warum warst du nicht bei Chemie? Alles okay? Yep. Was ist mit Drew gelaufen? Es heißt, du warst klasse. Yep, lass uns später reden. Okay. Wir haben da oben schon wieder einen neuen Eintrag. Ich will jetzt aber nicht. Ich lese schon so viel. Ach komm. Max, ich weiß, was du denkst. Du denkst, wird sie jetzt endlich über Rachel Amber reden? Na gut, du neugieriges Miststück. Hier ist es. Rachel Amber ist das beliebteste Mädchen der Schule und steht auf einmal total drauf, mit mir abzuhängen. Wie heute Morgen, als sie mich in den Raum der Theatergruppe schleppte und vor der gesamten Klasse nach einer professionellen Meinung über wahre Liebe fragte. Ich habe ihr gesagt, dass wahre Liebe der beste Weg ist, Tickets an Eltern zu verkaufen. Mr. Keaton, der Schauspiellehrer, schien mir zuzustimmen. Natürlich, das ist der wichtigste Part daran. Dann nahm Rachel mich mit in ihr Ankleidezimmer. Ich muss zugeben, so schnell bin ich noch nie vom ersten Treffen beim Anziehen helfen übergegangen. Aber es ist Rachel, es ist ihr scheißegal. Sie lässt einfach die Sau raus. Dann kam Rachel mit diesem verrückten Plan. Wir sollten zusammen die Schule schwänzen und in einem Zug springen. Ich weiß schon, so wie die Kinder in den 60ern die Schule schwänzen. Den 60ern des 19. Jahrhunderts. Bleib dran, Max. Ich habe so ein Gefühl, dass ich dir bald noch viel mehr zu erzählen habe. Chloe, liebes Doktor. Dann Symbole ansehen. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. Das ist eine gute Frage. Versandaufkleber und Fracht. I feel pretty confident there's going to be a dead body in here. Na sicher. Whoa, Nathan's dad is a Terminator? That totally checks out. Spediteur, Witches are Us. 601 Highway 36S Lower Moorland. Empfänger, Huggins Hardware. Datum 16.06.2010. Terminations, Benachrichtigung, Prescott Stiftung. Aha, okay. Das ist Rachel. Kiste. Komm ich da? Ja, ich will. Kann ich. Hallo? Here's my chair. Ja, okay. Ich will aber noch hinter. Da kann ich mich noch Graffiti machen. Ja, jetzt nicht direkt hinsetzen. Nicht direkt hinsetzen, danke. Ja, sofort. I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now I'm living it. Price 1. Twain 0. Wenn man so sehen will. I see humans, but no humanity. Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti up in this train. Wie war das einfach ist? Dass sie sich mal wieder umsieht. Ist ein Monster. Jeder lügt. Da ich gerade Dr. House gucke, aktuell, mal wieder, bin ich für das. Everybody lies. I like that. Weil es irgendwas stimmt. Weil jeder Mensch im Leben irgendwann mal lügt. Kann man keiner erzählen. Gerade als Kind. Errungenschaft freigeschaltet. Hobo-Eintopf. Ich frag einfach nicht.
Hab ich echt was übersehen? Shit. Das ist doof. Mist. Hinsetzen. Alright, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Play it cool. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here, so I could ask. Should I make small talk? Is that what people do? Ich muss zugeben, ich bin ein ziemlich schlechter Mensch, was Smalltalk angeht. Kann das einfach nicht. Übers Wetter reden? Nee, nichts sagen ist auch doof. Dann gehen wir mit der dritten Antwortmöglichkeit, die Ogwarder nicht sein können. So. What is wrong with you? What? You're acting nervous. Nee, man sollte sich. It's kind of weird that we're hanging out. Sollte sich immer so verhalten, wie man sich gerade fühlt. I don't hang out with anyone and I don't have any friends. You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Hey, so I want to say thanks for pulling you out of school. No, dummy. Thanks for last night. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Good to fucking go. Anything beats another second in Blackwell. You really hate it there, don't you? You don't? Right. What reason would Rachel Amber have for hating Blackwell Academy? Your high school royalty. You don't know me. Yet. Let's do something fun. Ich bin ja eigentlich wirklich gewollt, D zu nehmen, ne? Aber ist Chloe überhaupt lesbisch? Ist Rachel lesbisch? Ist sie überhaupt irgendwer lesbisch? Abgesehen von Death. Ach komm. Okay, I'm listening. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu. One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie?
Also Löwe ist wahrscheinlich als Sternzeichen gemeint, denke ich mal. Ist möglich. Beidhändig ist auch möglich. New York geboren auch möglich. Das ist doch... Schwierig. New York könnte die Lüge sein, weil Rachel ein sehr träumerischer Mensch ist. Ein Mensch, der sehr seinen Träumen nachhängt und versucht, seine Träume zu leben. Ich meine, sie will auf den Everest steigen. Schöner Traum. Ob das jemals im Leben passiert, ist die andere Frage. Puh. Ja. Ich würde ein bisschen sagen, ich bin schlechterin, aber also krieg ich den Eindruck, dass ich einfach nichts gut bin. You seem more like a Cali girl than me. Damn, Price, not bad. Long Beach, in fact. West Coast is the best coast. I've only ever lived in Oregon. Glück gehabt. So nothing to compare it to, I guess. Then we'll have to change that one day, won't we? Okay, your turn, Price. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. I used to want to be a pirate when I grow up. I kind of still do. Arr. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Huh. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my Yoo-hoo. Knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Uncle Swash. Plunder secret treasure. So, pirate. Obviously true. Maybe you'd like to be my first mate. Oh, are you accepting applications? Considering it. Okay, you say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. That place is a hellhole filled with shit, where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel, though. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your Yoo-hoo, she's gotta get got. Damn straight. But you didn't get that scar from punching someone. No. That scar is from a distal radius fracture. So you're a physician now? Last summer I performed a one-woman Doctor Who homage entitled Weeping Angel. Wait, what? The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? Yeah. I guess 6 years ago? Seven. Well, shit. I always thought I was a good liar. Good thing you're pretty. So, if my math is correct, you told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition.
Als erstes, ich appreciate das, dass sie Doctor Who kennt. Und vor allen Dingen die Weeping Angels, die beiden Engel, das sind mit Abstand immer noch meine liebsten Außerirdische von Doctor Who. Wo ich mal als Nerd oder Fuvian zu outen und ja, das ist echt nicht schlecht. Vor allem verstehe ich nicht, was Doctor Who mit einem Bruch des Handgelenks zu tun hat und dass sie so gut erkennen kann, wie alt die Naboch ist. Aber Rachel Amber ist ja anscheinend in allem gut. Daher. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot, that's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? Fair point. Wouldn't mind listening to some music. Hey, wanna listen? Vertrauen ist was ganz Schweres für gebrannte Kinder. Wenn ihr Vertrauen schon mal missbraucht worden ist und sie halt schon mal benutzt worden sind von jemandem, fällt es den Menschen halt noch schwerer zu vertrauen. Und Chloe hat ja nicht nur ihre beste Freundin, sondern auch ihren Vater verloren. Und das ist nur was ganz anderes, als wenn man einfach nur einen Partner verliert. Aufgrund von was auch immer, Betrug, Lügen, auseinanderwachsen, whatever. Ich denke, das ist ein, ja, ganz anderes Universum, wenn man seinen Vater einfach so verliert oder seine beste Freundin einfach ohne Vorwarnung, sei ich jetzt im Streit oder ohne Streit. Das sind Dimensionen, die nochmal was ganz anderes betreffen, einen, glaube ich, noch viel tiefer verletzen können als der Fluss des Partners, auch wenn natürlich das auch sehr, sehr schrecklich ist, um Gottes Willen. Ja. So ist das eben. Da tut es, glaube ich, Chloe ganz gut, wenn sie jetzt mal kurz Rachel an ihrer Seite hat. Würde ich behaupten. Bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. It reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach. Or anywhere but here. Maybe sooner than later. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out! We're here! What? Where is here? Jump and find out! Did you say jump? Jump! Fuck it!